Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wo ihr Knapfel finden könnt, wie ihr es dann zu Sirapfel entwickeln könnt und wie ihr Sirapfel dann zu Hydrapfel weiterentwickeln könnt. Zuallererst brauchen wir erstmal einen Knapfel und das finden wir ganz easy in Kitakami hier beim Apfelhügel, also hier wo ich gerade bin. Hier haben wir schon mal zwei Exemplare und ich würde mal sagen, wir werden jetzt ganz entspannt erstmal eins fangen natürlich. Hier der Flottball sollte die Arbeit eigentlich regeln und ja, Lucky Throw. Knapfel ist direkt drin. Sehr schön. Als nächstes müssen wir dann vom Apfelhügel hier rüber zum Mündungsufer. Am Mündungsufer angekommen, müssen wir hier einfach nur noch geradeaus laufen, bis wir da hinten da dieses kleine Häuschen sehen mit diesem Apfelstand. Und dann brauchen wir uns nur noch einen saftigen Apfel für 500 Poké-Dollar zu kaufen. Und ja, diesen saftigen Apfel werden wir dann hier unserem Knapfel geben. Hier haben wir den saftigen Apfel einsetzen, anwendbar auf Knapfel. Also das wären jetzt hier erstmal die Basics. Nanu-Knapfel entwickelt sich. Und wahrscheinlich das, was die meisten von euch schon wussten. Also wie man Knapfel zu Sirapfel weiterentwickelt. Aber Freunde, jetzt wird's sehr interessant, denn jetzt zeige ich euch, wie ihr Sirapfel zu Hydrapfel weiterentwickeln könnt. Der erste Weg ist der Weg, den ihr so oder so in der Story gehen werdet, und zwar hier am Polarplatz. Denn hier werdet ihr gegen das Top 4 Mitglied Levi kämpfen und nach dem Sieg gegen Levi wird dieser euch die TM Drachenschrei geben. Und Drachenschrei müsst ihr dann einfach nur noch eurem Sirapfel beibringen, dann Level Up und dann entwickelt es sich zu Hydrapfel weiter. Falls ihr die TM Drachenschrei schon aufgebraucht habt, so wie ich, dann könnt ihr sie euch hier in der TM Maschine nochmal neu herstellen. Und zwar müsst ihr hier einfach zu dem Reiter Drachenattacken gehen. So, hier sind wir gerade. Und dann Drachenschrei. Dafür benötigt ihr 1500 LP, 2 Nigiragi-Schuppen, 2 Lapras-Tränen und einmal Knapfel-Fruchtsaft. Dann könnt ihr euch hier die TM Drachenschrei holen. Wir kreieren uns hier die TM. So, Drachenschrei haben wir gemacht. Und nun werden wir Drachenschrei unserem Sirapfel beibringen. So, hier Drachenschrei, erlernbar von Sirapfel. Dann setzen wir es hier ein. Sirapfel erlernt Drachenschrei. Es passiert nichts, denn ihr müsst euren Sirapfel noch ein Level abgeben. So, weiter unten haben wir hier irgendwo ein Sonderbonbon. Hier Sonderbonbon, einfach einsetzen. Einmal, reicht. Und schon ist es soweit. Und wir bekommen hier sogar einen speziellen Entwicklungsscreen. Oh mein Gott. Nanu, Sirapfel entwickelt sich. Und hier habt ihr euer Hydrapfel. Glückwunsch, dein Sirapfel hat sich zu einem Hydrapfel entwickelt. Und es erlernt die neue Attacke Launenlaser. Die Attacke ist sehr, sehr interessant. Der Anwender greift mit einem Laserstrahl an. Manchmal feuern mehrere seiner Köpfe Laser ab, wodurch sich die Stärke dieser Attacke verdoppelt. Also manchmal kann es sein, dass Launenlaser einfach eine 160 starke Drachenattacke ist und das ist schon ziemlich mächtig auf jeden Fall. Das ist eine coole Sache und Freunde, schreibt mir doch gerne mal eure Meinung zu Hydrapfel in die Kommentare. Habt ihr es euch so vorgestellt? Habt ihr es euch anders vorgestellt? Wie findet ihr das Design? Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Finde ich fein. Die Shiny Form ist auch ziemlich nice und da würde mich mal eure Meinung auf jeden Fall interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!